Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Pressevertreter, ich darf Sie ganz recht herzlich zur Pressekonferenz anlässlich unseres heutigen Heimspiels am 33. Spieltag der dritten Liga begrüßen. 6.301 Besucher sahen die 1:3 Niederlage unseres KFC am heutigen Sonntagnachmittag. Anderes Ergebnis aus der dritten Liga, im Spiel, was bereits um 13 Uhr stattgefunden hat, unterlag die Spielvereinigung Unterhaching dem FSV Zwickau 0:1. Bei mir jetzt die Trainer der beiden Mannschaften, die in Duisburg aufeinander getroffen sind. Zu meiner linken Gästetrainer Daniel Thun, zu meiner rechten KFC-Trainer Frank Heinemann. Herr Thun, ich darf Sie dann zunächst um Ihren Kommentar zum heutigen Spiel bitten. Ja, vielen Dank. Ich glaube, so direkt und Dosenöffner haben wir gehabt mit dem Freistoß, mit dem Tor von Marcos Alvarez, was uns sehr gut getan hat, weil wir mit sehr viel Respekt hier angereist sind, gerade auch Respekt dem Gegner gegenüber und auch der letzten Ergebnisse des Gegners. Wir wussten, wenn wir den Gegner Fußball spielen lassen, dann hat er irgendwie wieder die Qualität, die es sehr, sehr schwer macht. Und genau das ist das, was uns in der ersten Halbzeit große Probleme bereitet hat. Also das Tor hat uns keine Sicherheit gegeben, so schön es auch war. Aber wir haben es dann nicht geschafft, auch mal aus den Ballgewinnen dann wirklich auch mal länger den Ball selber zu halten. Und somit, glaube ich, war es in der ersten Halbzeit sehr, sehr glücklich, das, was wir gespielt haben, beziehungsweise auch das Ergebnis zur Halbzeitpause. Und vielleicht waren da nicht die klarsten Chancen, aber der ein oder andere Moment, gerade in der Kontersicherung, waren wir nicht gut. Und Patrick Blücke mit der Chance gleich auch zu Beginn, wo wir einen Konter fressen. Also sehr glücklich und vielleicht auch nicht verdient in die Pause mit dem 1-0. Habe ich meine Mannschaft an die Einfachheit des Fußballs erinnert, dass wir vielleicht wieder ein bisschen kompakter stehen müssen, dass wir uns wieder mehr Optionen geben, selber im Ball gewinnen. Ja, aber auch da muss ich ehrlicherweise sagen, es hat nicht viel besser geklappt im Augenblick. Das Einzige, was geklappt hat, dass es Traumtore waren zu einem richtig guten Zeitpunkt. Und mit dem dritten Tor, glaube ich, dann hatten wir dieses Selbstvertrauen und auch die Brust eines Tabellenführers und haben dann, glaube ich, richtig guten Fußball gespielt. Bis zu dem Elfmeter, den Anschlusstreffer. Ja, und dann sieht man wieder, wenn man einer weniger ist, dass der Gegner auch Qualität hat. Müssen ein bisschen hinterherrennen und das Ergebnis vielleicht auch so ein bisschen über die Zeit retten. Heute bin ich ein glücklicher Sieger. Ergebnisse zählen für uns aktuell auch nur. 33. Spieltag, wir sind weit vorne und deswegen nehmen wir diese 3 Punkte gerne mit und entschuldigen uns auch nicht dafür, sondern freuen uns über den Sieg. Danke. Vielen Dank, Daniel Thun. Dann darf ich jetzt KFC-Trainer Frank Heinemann um seinen Kommentar bitten. Ja, Daniel, erstmal Glückwunsch zum Sieg. Ja, und ja, es sieht ja für euch optimal aus und so werden wir uns wohl nächstes Jahr nicht in der gleichen Liga sehen. Dafür auch schon mal Glückwunsch, auch wenn es noch nicht ganz so weit ist. Ich habe gar nicht so weit hoch jetzt in die Tabelle geschaut nach dem Spiel. Aber ja, also ich habe heute eine Mannschaft gesehen, die von der ersten Minute an das umgesetzt hat, was wir wollten. Wir wollten Fußball spielen, wir wollten Osnabrück vor Schwierigkeiten bringen und ja, letztendlich glaube ich, ist uns das auch gut gelungen. Wir hatten 2, 3 gute Möglichkeiten, machen momentan die Tore nicht und ja, mit der ersten Aktion von Osnabrück liegen wir direkt 1-0 zurück nach einem Freistoß. Wir wüssten natürlich, dass Osnabrück ganz, ganz viele Tore aus Standardsituationen gemacht hat. Die Gefahr war uns bekannt und wenn so ein Tag ist wie heute, wo man ordentlich spielt, wo man selbst gute Möglichkeiten hat, dann ist es meistens so, dass man dann mit der ersten Situation auch gleichzeitig zurückliegt. Das war in unserem Fall so, aber man hat gesehen, dass die Mannschaft trotz des Rückstands immer weiter Fußball gespielt hat nach vorne, gut angelaufen ist, den Gegner vor Schwierigkeiten gesetzt hat, aber die Möglichkeiten, die wir hatten, in der ersten Halbzeit nicht zu Toren umgenutzt hat. Wir haben in der Pause nochmal gesagt, dass wir konzentriert so weiterspielen müssen, dass wir an uns glauben, dass wir, wenn wir so weiterspielen, nochmal ein Ding machen werden und dann wird sich das Spiel vielleicht noch drehen. Also ich war auch überzeugt, dass wir, weil wir die ganze Zeit im Spiel waren, auch noch nicht raus sind, sondern wir waren gut dabei, wir hatten eine hohe Laufbereitschaft, wir waren aggressiv im Zweikampf, all das, was wir wollten, nur halt, wir haben keine Tore erzielt und dann muss man natürlich, wenn man 20 Meter vor dem Tor da den Ball nicht so kontrolliert und verliert im Zweikampf und dann mit der zweiten richtigen Möglichkeit, und das ist ja eigentlich nicht nur 100%ige Torschance, sondern Qualität des Schützen, da das Ding in den Winkel haut und dann nicht dann 2-0 zurück, dann ist das schon für mein Team sehr bitter gewesen. Trotz allem haben wir uns nicht aufgesteckt und haben weitergespielt und weiter versucht und
hatten dann auch noch Möglichkeiten, gerade in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit mit Maxi Beister und auch mit Stefan Aigner, die den Bälle im gegnerischen 16er nicht richtig kontrollieren konnten und dementsprechend nicht sauber zum Abschluss kamen. Ja, und wie es dann so ist, auf jeden Fall am heutigen Spieltag so, ist der dritte Ball auch im Knick. Und dann ist so ein Spiel natürlich gelaufen, dass wir dann trotzdem bis zum Schluss durch einen Elfmeter und dann rote Karte nochmal nach vorne gekommen. Wir haben auch nochmal versucht, haben die Viererkette aufgelöst, haben den Dominik Maro rausgenommen. Nicht aus Leistungsgründen, sondern ganz allein daraus, dass wir nochmal einen Stürmer gebracht haben, um da nochmal alles zu versuchen in den letzten 10 Minuten. Hundertprozentige Torchancen haben wir dann nicht mehr rausgespielt, aber man hat klar und deutlich gesehen, dass die Mannschaft bis in die 93. Minute marschiert ist, einen hohen Aufwand betrieben hat und daran erkennt man, dass die Mannschaft lebt. Ich glaube, heute haben wir unglücklich verloren, dafür können wir uns aber leider nichts kaufen und müssen nächsten Montag hier im Heimspiel gegen Braunschweig möglichst die ersten Heimspiel-Dreierpunkte holen, um auch die Tabelle, die Abstände, die natürlich entscheidend sind, nach unten zu vergrößern, um letztendlich dann auch die nächsten Spiele dann in Ruhe angehen zu lassen. Also nochmal vielen großen Glückwunsch an Osnabrück und ja, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen aufbäumen wieder, damit wir letztendlich dann am Montag hier erfolgreich sind. Dankeschön. Vielen Dank, Frank Heinemann. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Scheint nicht der Fall zu sein, dann darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Unseren Gästen aus Osnabrück, alles Gute, den letzten Dreier, denke ich mal, den holt ihr auch noch. Und dann alles Gute auch schon für die zweite Liga. Würde mich freuen, wenn Sie uns hier die Treue halten. Nächstes Heimspiel, wie gerade schon erwähnt, Ostermontag, 19 Uhr zu Gast, dann Eintracht Braunschweig. Bis dahin, schönen Sonntag noch, guten Heimweg und Ihr und Euer KFC Uerdingen.